Nokia ist zurück. Vor mir liegt das Nokia 6. Das neue Smartphone war binnen 24 Stunden ausverkauft und soll Nokia zurück an den Smartphone-Himmel bringen. Ich gebe es zu, mit Nokia stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich konnte die Geräte damals nicht mehr entsperren und habe auch nie ein eigenes besessen. Ganz allein wegen dem Betriebssystem. Okay, ich spreche hier von Symbian-Zeiten. Dieser Kummer ist jetzt vorbei. Auf dem Nokia 6 läuft weder Symbian noch Windows Phone, sondern Android 7.0 und somit gestaltet sich die Bedienung als äußerst einfach. Allerdings ist das System nur in Englisch. Deutsch gibt es bisher nicht als Systemsprache. Und da hören die Probleme leider nicht auf. Der Play Store bzw. die Google Play Services wollen nicht laufen. Selbst wenn der Dienst aus dem vorinstallierten App Store geladen wird, crasht er. Kreative Lösungsvorschläge, wie eine Kombination aus internen und externen Dateien, führen zu einem Klickmarathon auf den Fehlerdialog. Auch ein bereits erschienenes Systemupdate konnte daran leider nichts ändern. Aktuell sollte man sich das Nokia 6 wirklich nur dann kaufen, wenn man auf Google Apps verzichten kann oder sogar will. Letzteres soll es ja auch geben. Die Front nimmt ein 5.5-Inch Full-HD-Display ein, welches von Gorilla Glass 3 geschützt wird. Der Screen reagiert zügig auf meine Eingaben und kann mit guten Blickwinkeln überzeugen. Da es hier aktuell quasi den ganzen Tag regnet, kann ich leider nur sagen, also bei stark bewölktem Himmel lässt sich das Display gut ablesen. So wirklich im Sonnenschein konnte ich das aber nicht testen. Das Nokia 6 ist gewiss kein Top-Smartphone. Mit einem Snapdragon 430 reiht man sich an eine unauffällige Mittelklasse ein. Der Octa-Core-Prozessor taktet mit 1,4 GHz und wird von einer Adreno 505 GPU unterstützt. Das reicht für den Alltag und auch die meisten Spiele. Allerdings merkt man hieran, wie viel so ein Markenname auf ein Gerät aufschlagen kann. Der Snapdragon 430 steckt auch im Redmi 3S oder Redmi 4. Ersteres kostet gerade mal die Hälfte vom Nokia 6. Das Wiley Fox Swift 2 und aus irgendeinem komischen Grund auch das Moto G5 setzen auf einen inzwischen doch recht betagten Prozessor. Nokia hat also gute Gesellschaft in seiner Leistungsklasse. Trotzdem bin ich nicht ganz von der Prozessorwahl angetan. Da geht mehr Nokia. Trotz Winterschlaf hat man bei Nokia nicht die Zeichen der Zeit verpasst. Und so kommt das Nokia 6 mit mindestens 32 GB Speicherplatz daher. Die 4 GB Version hat sogar direkt 64 GB mit an Bord. Wem der Speicher nicht ausreicht, kann jenen um bis zu 256 GB erweitern. Minuspunkte sammelt das Nokia 6 allerdings mit dem Micro-USB-Anschluss. Sorry, aber wir haben 2017 und Micro-USB sollte man nicht mehr in aktuelle Geräte verbauen, selbst wenn Hersteller wie Honor auch noch darauf setzen. Immerhin, über USB-OTG lassen sich Mäuse oder Sticks anschließen. Die gerade gesammelten Minuspunkte gleicht Nokia aber direkt wieder aus. Der obligatorische Fingerprint ist auf der Front. Danke, Nokia! Ich bin eindeutig Team Vorderseite und kein noch so leistungsfähiges Gerät wird mich davon überzeugen können, den Fingerprint auf der Rückseite zu verwenden. Der Sensor im Nokia 6 arbeitet schnell und so ist das Gerät schnell entsperrt und kann sofort wieder genutzt werden. Nicht böse bin ich um den Headset-Anschluss. Kopfhörer und externe Mikrofone sind problemlos möglich. Auf der Rückseite sitzt eine 16-Megapixel-Kamera mit F2.0-Blende und Face-Detection-Autofokus. Im Dunkeln wird die Kamera von einem Dual-LED-Blitz unterstützt. Nimmt das Nokia 6 in Full HD bei 30 Frames per Second auf. Brrr, möchte ich da wirklich raus? Ich glaube nicht. Ganz weit am Horizont, da seht ihr den Bus, den ich gerade nehmen wollte und der jetzt weg ist. Danke, Merkel. Ich muss echt sagen, Werbung haben Zigarettenfirmen echt drauf. I like. Das war wirklich ein 180 Grad Umschwung in Sachen Wetter. Ich kann mir vorstellen, dass heute einige Leute ziemlich viel Migräne bekommen haben. Das Bild hat ungefähr 2 Jahre gedauert, bis es fertiggestellt worden ist. Jetzt ist es soweit und mir persönlich gefällt es wirklich gut. Ich gehe so oft an ihn vorbei, nie winkt sie mir. Damit ich mir in Situationen wie hier zum Beispiel nicht meine Füße nass machen muss, hat das Nokia auch eine Zoom-Funktion. So bin ich ganz nah dran und habe trotzdem trockene Füße. Ist natürlich nur digitaler Zoom und somit verliert ihr Bildqualität. 5 Sekunden später und ich habe natürlich trotzdem nasse Füße. Zum Glück die alten Schuhe, zum Pech die mit Loch. Aber immerhin, hier solltet ihr mit trockenen Füßen rüberkommen. Geschafft. Eben war es noch so komplett schön und jetzt ziehen die ersten Wolken schon wieder auf.
Frühlingshafte Grüße auch dir, lieber Einkaufsbahnhof. Na, wer hat Lust, mit dem Zug zu fahren? Aber immerhin, alles unter 20, na, 40 Minuten, okay. Ich bin ein bisschen deprimierend, man selbst geht so in den Rewe, um sich irgendwas zu essen zu holen. Und da oben machen sie voll viel Sport. Mein einziger Sport ist, das Essen dann auf der Couch zu essen. Leicht voll. Ganz leicht voll. Ja, es ist wirklich 20 nach 3. Es gibt wirklich nichts Schlimmeres als Schienenersatzverkehr. Der Blitz steht euch übrigens auch in der Videofunktion zur Verfügung. Deswegen wird das hier jetzt alles angeleuchtet. Auch meine Hand. Hallo Hand. Unsere wunderschöne Frauenfigur sieht übrigens ein wenig heller aus, aber nicht sonderlich viel, wenn man den Blitz anschaltet. Das zeigt mir persönlich, dass der Blitz ruhig hätte ein bisschen heller ausfallen können. Also schon ein bisschen beeindruckend. Ich versuche die ganze Zeit diesen Ast hier scharf zu bekommen, damit ich davon ein Makrofoto machen kann. Der ist aber wohl zu dünn. Und egal wie... Tatsächlich ist das Nokia 6 das erste Handy seit langem, das ich hatte, das tatsächlich mal wieder einen Kamerabug hatte. Selfies werden mit 8 Megapixeln aufgenommen. Leider besitzt das Nokia 6 keine Front-LED. Wirklich ankreiden kann man das dem Gerät nicht. Es gibt so ziemlich kein Smartphone mit Front-LED-Blitz. Schade eigentlich. Also wettermäßig kann es ja eigentlich nur besser werden. Puh. Wir haben völlig überraschenderweise doch nochmal Sonnenschein bekommen. Und so sieht die Kamera aus, wenn es nicht gerade regnet oder nachts ist. Auch die Frontkamera kann mit Full HD filmen. Das muss man zuerst in Einstellung einstellen. Eins muss man dem Nokia 6 ja lassen. Es ist hands down das schönste Gerät, das ich je in seiner aktuellen Preisklasse in der Hand hatte. Nicht nur die Optik gefällt mir, sondern auch die Haptik. Ich mag das Kameradesign, sowie das blau-weiße Theme des Android-Launchers. Hin und wieder habe ich so meine Probleme mit den Softkeys, aber daran dürfte ich mich noch gewöhnen können. Insgesamt ergibt sich ein stimmiges Bild. Das Nokia 6 ist ein sehr gutes 2016er Mittelklasse-Smartphone. Schade nur, dass es 2017 auf den Markt gekommen ist. In meinen Augen einfach etwas zu spät. Ihr habt noch Fragen zum Nokia 6? Dann ab damit in die Kommentare. Für mehr Videos von der Nerdbench abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram. Mein Name ist Timon für die Nerdbench.